Napoleon, er sagte, er sei einst mit zwei oder drei anderen Personen nach einer der italienischen Schlachten über den Wahlplatz gekommen, worauf man die Toten noch nie wegen schaffte hätte. Bei einem schönen Mondenschein und in tiefer Stille der Nacht, sagte der Kaiser, stürzte plötzlich ein Hund unter den Kleidern eines Leichnams hervor auf uns los und kehrte auch beinahe in demselben Augenblick wieder nach seinem Lager unter kläglichen Tönen zurück. Er legte bald das Gesicht seines Herrn und bald ging er wieder auf uns los. Man sah, dass er zu greicher Seite Hilfe verlangte und Rache suchte, war es gerade die augenblicklichste Stimmung für der Kaiserpforte oder war es der Ort, die Stunde, die Zeit? Der Vorgang ein Sieg selber, oder ich weiß es selber nicht, was es sonst gewisse. Hat sie nie auf keinen meiner Schlachtfelder irgendetwas einen erheblichen Eindruck auf mich gemacht. Und willig kürlich verfehlte ich diese strenge, so betrachtet dieser Mensch, sagte ich zu mir selber. Hatte vielleicht Freunde, er hatte deren vielleicht in dem Lager, in seiner Kompanie, und hier liegt er verlassen von allen, nur von seinem Hunde nichts, welcher einer Lehrer gab uns da die Natur mit Hilfe eines Tiers. So ist der Mensch, in welches Geheimnis sind seine Eindrücke gehüllt. Ich hatte ohne Rührung Schlachten angeordnet, die über das Schicksal der Armee entscheiden sollten. Mit Druck in dem Auge hatte ich Bewegungen ausführen gesehen, die den Untergang einer großen Anzahl der Unfriedigen herbeiführten. Und hier fühlte ich mich ergriffen, erschüttert durch den Schrei und durch das schmerzliche Gefühl eines Hundes. Ganz zuverlässig, wenn in diesem Augenblick ein Feind mich um etwas eingestellt hatte, würde ich nachgiebiger gewesen sein. Ich begriffen und das Sir, den Achille, wie er den Leichnam des Hektor dem weinenden Priam zurückgibt. Montag, den Fürsten, Dienstag, den 5. Krieg, Grundsätze, Anwendung. Meine Augen wären so sehr erkrankt, dass ich meine Arbeit unterbrechen musste. Sollten sie nicht wieder genießen, so würde ich sie über dem italienischen Feld so ganz verloren haben. Seit einiger Zeit ging in der Witterung eine merkliche Veränderung vor. Auch konnten wir uns selber nicht mehr in die Jahrzeiten finden, da die Sonne zweimal im Jahr über unseren Scheitel sorgte. So sollten wir nach unserer Meinung wenigstens zwei Sommer haben, oder vielmehr das Ganze hatte mit unseren angewohnten Begriffen gar keine Ähnlichkeit mehr. Denn um die Verwirrung auf Höchster zu treiben, mussten wir in Zukunft unsere Rechnung ganz umgekehrt gegen Europa machen, indem wir uns in der fußlichen Halbkugel befanden. Bei allem dem regnete es häufig, die Atmosphäre war sehr feucht, er wurde kälter. Der Kaiser ging des Abends nicht mehr aus, er bekam alle Augenblicke den Schnupfen. Er hatte keinen ruhigen Schlaf, er musste aufhören, unter dem Zeit zu essen und sich
Kleiderung in seinem Zimmer aufdecken lassen. Hier befand er sich deshalb, aber er konnte sich das nicht rühren. Das Gespräch dauerte, man abgetragen war, bei Tische fort. Heute stellte er an den General Gorgo, der zum Mittagessen geblieben war, verschiedene Fragen über die ersten Grundsätze und über die ersten Übungen der Artillerie. Dieser hatte soeben diesen Dienst verlassen. Er war darüber noch ganz frisch einstudiert. Die Prüfung war sehr merkwürdig und ganz lustig. Der Kaiser war dabei, niemals der Schwieger. Man hätte sagen können, er selber habe erste Füßlinge sein Schülerinnen bestanden.